Willkommen zurück, liebe Freunde, bei Dark Souls 2. Wir gucken mal, wie wir heute mal diese zwei Bosse besiegt kriegen. Reisen dann nochmal von Feuer zu Feuer und mal zu schauen, ob wir nicht mal noch einen zum Rufen finden hier, weil alleine ist das echt ziemlich grauenhaft, möchte ich sagen. Aber wie es den Anschein hat, haben wir wohl wieder Pech und es kommt kein Rufsymbol. Schade, schade. Wir probieren noch mal den Trick mit den Ringen aus. Ja, leider auch nicht klappt. Jetzt ist ein Symbol aufgetaucht. Und er wird gerufen. Wir verbeugen uns und mal gucken, ob er mitkommt. Das sieht schon mal gut aus. Vielleicht schaffen wir jetzt endlich mal diesen Boss da oben. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus, was der Mann hier macht. Ein Großschwert. Super. So, liebe Freunde, dann sage ich jetzt mal Boss Time in Dark Souls. Auf geht's! Thank you.
nein! Kann doch nicht sein, jetzt bin ich wieder tot, ey, weil der nur. Mein Gott, ey, Entschuldigung fürs Rumflamen. Wir rufen uns gleich den nächsten. Verbeugen uns vor ihm. Und gucken, ob er Jo, der Clave kommt. Jetzt haben wir eine 3 zu 2 Chance, um diesen Boss zu besiegen. Problem ist, ich darf nicht sterben. Wir haben auch unser Nummer 12 wieder mit dabei. Und auf geht's. Boss Time in Dark Souls, die Drachenreiterseelen. Und wir haben es geschafft. Es gibt eine Riesenverbeugung für die Zweie. Und gleich nochmal eine. Wir haben noch eine Sonnenlichtmedaille. Okay.
Drachenreiters Hilfe gibt leider bloß einmal. Wir haben das Leuchtfeuer entzündet. Und müssen jetzt hier wieder nach oben. Aber, wir reisen erstmal nach Majula zurück. Nee, falsch gereist, schade. Tut mir leid, liebe Freunde. Ich wollte eigentlich jetzt gucken nach dem. Ich habe mich leicht verreist, sagen wir mal so. Ich muss nämlich erstmal zu Straight gucken, ob der liebe Straight was aus dieser Drachenreiterseele für uns machen kann. Ah, jetzt sind auch mittlerweile die Mopeds hier weg. Wir klicken auf Handeln. Er könnte uns die Drachenzwillingsklinge, den Drachenreiterbogen, das Drachenreiter-Großschild oder die Drachenreiter-Hellebarde machen. Was leider nicht unserer Klasse entspricht. Deswegen gehen wir jetzt nochmal nach der untere Lichtensteinbucht zurück zu Ornifex und gucken, ob die gute Ornifex was für uns machen kann. Problem ist, Spider-Man on Tour. So, Spideys haben wir erledigt, liebe Freunde. Lass mich da rein! So, wir kaufen. Wir gehen erstmal auf Kaufen. Feuerpfeile, das und das. Tierflug-Seelenmasse. Und beim Handeln hat sie nichts. Also könnten wir diese Seelen eigentlich theoretisch für uns gebrauchen. Wir reparieren uns die zwei Teile. Machen unsere Fahrradrüstung gleich noch ein Stückchen höher. Ja, okay. So. Ja. Wir kommen irgendwann zurück. Wir brauchen nämlich von ihr, brauchen wir dann nämlich auch einmal. Da muss ich gucken, was ich da für eine Seele. Das sind die Seelen von Velkas. Da machen wir uns zwei Schwerter draus. Diese zwei Schwerter sind ganz gut. Wir können sie nämlich mit Rechtsklick können wir sie verzaubern. Einmal bekommt er den Status Blitz und einmal den Status Magie. Und auf die Schwerter habe ich es eigentlich auch als Zweitwaffe mit abgesehen. In der Zaubereieinstimmung nehmen wir den Donner raus und nehmen unsere Seelensperre jetzt mit rein, reisen zurück. Irgendwann habe ich da noch einen Leuchtturm vergessen. Mittleres Schloss von Drunglick. Oh, hier war der Boss. Wir müssen hier hoch. Müssen wir eigentlich nicht? Ne, müssen wir auch nicht. Ich habe mich verlaufen. Boah. Da kommen wir auch später nochmal hin. Wir gehen erstmal wieder hier runter. Zu diesem Aufzug laufen hier diese Treppe, diese schöne, wunderbare Leiter hoch. Wie ihr schon oben sehen könnt, unten links in der Ecke, Seelensperre sind schon ausgerüstet. Die haben nur zwei Aufladungen. Könnte daran liegen, dass sie auch ziemlich OP sind. Also mal warm.
und sogar noch ziemlich OP sind. Wir aktivieren ja wieder den Riesen, für was der auch immer noch mal da sein sollte, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall aktiviert er irgendwas. Er aktiviert den Fahrstuhl. Und wir müssen uns jetzt... Eigentlich verkrümeln theoretisch, aber wir sind leider gestorben. Aber egal, der Fahrstuhl ist aktiviert, wir würden jetzt nur draußen wieder rumkommen. Problem ist nun daran, da unten stehen ja nun die ganzen Moppelmänner, wo wir eigentlich vorbei müssen. Also ich jetzt auch gucken werde, dass wir da irgendwie vorbeigeschlichen kommen. Ich habe leider noch keine Ahnung, wie. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal mehr Ausdauer. Okay, das ist schon mal keine Mimik. Der Hammer des alten Ritters. Kaida-Glocke und das Seelengroßschwert. Es ist ein sehr schöner Zauber. Und wir können ihn sogar verwenden. Okay. Die Mastodon-Gamaschen. Oh. Und wir sind wieder tot. Aber naja, wir kriegen das schon hier. Muss ich mal gucken, kann ich denn eigentlich schon einen Bogen anlegen? Nee, ich könnte bloß die Armbrust anlegen.
Na gut, dann müssen wir es halt mit der Armbrust versuchen, dass wir die da oben irgendwie wegkriegen. Alter, ey. Das kann doch nicht sein. Immer stehen sie nicht auf, dann stehen sie wieder auf. Ah, Freunde, 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 ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch machen soll hier. Es ist manchmal ein Tag bei Dark Souls. Er ist einfach nur verflucht. Das bedeutet, wir ploppen unsere letzte Menschlichkeit. Dass wir wieder full life sein. Und wir fahren erstmal mit dem Fahrstuhl nach oben. Gehen dann später nochmal den Weg dort lang. Ich will ja auf jeden Fall das noch alles mitnehmen. Wie gesagt, da sind auf jeder Ecke sind da zwei Kisten. Und werde dann den nächsten Level auch erst einmal in Geschicklichkeit und so investieren, dass ich mal einen Bogen für Fernkampf habe, auch mal die Gegner mit vielleicht mit Giftpfeilen sogar noch ablenken könnte zum Vergiften. So, jetzt haben wir das nächste Problem. Eingebetteter Schlüssel nicht im Inventar, um die Sängerin hier freizulassen. Wir brauchen einen eingebetteten Schlüssel. Starkes Zauberschild. Seelengefäß, ein Feuersamen. Wir können unsere Feuerhand wieder in ein Level hochziehen. Sehr gut. Und der Königskorridorschlüssel. Im New Game Plus ist das dann hier oben nicht mehr so einfach. Da steht dann ein Invader hier oben. Habe ich gehört vom Kollegen von mir. Ich habe Dark Souls 2 zwar schon einmal, die normalen ohne DLCs schon einmal durch, aber halt noch nie in New Game Plus nochmal gezockt. Und wir werden jetzt auch gleich nochmal zurückgehen an das Leuchtfeuer. Zauberei einstimmen. Wie viel Aufladung von dem großen Seelenschwert habe ich? Drei Stück. Dann nehmen wir erstmal die Heilung raus. Und nehmen das große Seelenschwert mit rein. Die Vorführung folgt dann gleich. Wir haben jetzt noch 4 Minuten in diesem Let's Play. Wir machen dann gleich einen Cut nach der Zeit. Und machen dann an der Stelle weiter. Da
Das war das große Seelenschwert. Wie ihr seht, sehr geile Erfindung. So, jetzt haben wir diese Mobbits erstmal besiegt. Ja, jetzt haben wir nur ein Problem. Wir haben leider nichts mehr, um unsere Dings auszufüllen. Um unsere Zaubereieinsätze aufzufüllen. Schade, na egal, wir kaufen dann nochmal welche. Und ich sage jetzt mal erstmal bis dahin, euer Jetfire. Wir machen sofort weiter hier. Also bis gleich.